Hi Leute, willkommen zurück zum Bookwalker. So, wir sind wieder hier am Haupteingang. Und ich will mal ganz kurz schauen, was wir noch machen können. Ich kann noch ein bisschen Tinte hier... Warte, ich kann noch ein bisschen Tinte klein machen. Und ich muss wieder runter in den Heizraum, denn da geht's jetzt weiter. Da müssen wir jetzt wahrscheinlich dann einen Kampf bestehen. Aber warte, erstmal hier, einschmelzen. 56 Tinte gibt das. Sehr gut. Oh, und ich kann jetzt eine Zange machen. Ich mache die Zange. Dafür reicht es jetzt leider nicht mehr für den Dietrich, aber... Wir gehen jetzt mal hier in die Gefängniszelle, denn hier war ja dieses Kabel, was in der Wand steckte. Und was wir mit der Zange abschneiden können. Seltsames Kabel. So, ein gewöhnliches Stromkabel verläuft durch ein Loch in der Wand. Warte, was macht ein Stromkabel in einem altertümlichen Gefängnis? Das ist der große Plot-Twist dieses Buchs, das wollte ich nicht vorwegnehmen. Ja, das kennen wir schon. Du durchtrittst das Kabel, es fliegen Funken und es zischt. Was tust du da, Partner? So, ist das jetzt... Das Kabel ist durchtrennt. Ist so die Frage, was bringt das? Aber egal, ich hab's gemacht. Ich hab ja das Ding gebraucht, also die Zange dafür, deswegen denke ich mal schon, das war eine gute Idee. So, jetzt gehen wir runter in den Heizraum. Und schaut mal, was hinter dieser Tür jetzt wartet gleich. Also, hier hinter dieser Tür. Habe ich die Notiz schon gelesen? Das Krematorium. Ah ja, okay. So, jetzt kommt bestimmt gleich ein Kampf, ha? Ein Brief. Ein alter Brief. Alle Juwelen und Nahrung im Lager sollen Victoria von Broman, Tochter von Esmund III. Innerhalb von 3 Tagen übergeben werden. Alchemiemeister Alexander von Mitia. Oh, 3 Spinnen. Alter, betäuben. Oh, ich kann alle betäuben. Sehr gut. Nee, warte mal, braucht das wieder? 30 Tinte. Eieiei, Mist. So, ich trinke ein bisschen und jetzt nochmal. Okay, das war ziemlich einfach. Hey, betäuben ist ja krank. Also, alles nehmen. Alles nehmen. Alles nehmen. Gut, das kann ich jetzt wieder einschmelzen und mache mir neue Tinte. Hier fällt eine prunkvolle Truhe auf, die zwischen den gewöhnlichen Holzkisten steht. Du greifst den Deckel, kannst ihn aber nicht anheben. Ich glaube, sie ist verschlossen. Ich probier's mit einem Brecheisen. Du versuchst den Deckel mit dem Brecheisen aufzustemmen oder aufzubrechen, aber der Spalt zwischen dem Deckel und der Truhe ist zu schmal. Das Brecheisen hilft uns hier nicht weiter. Ach Mann. Das ist ja blöd. Okay, dann geht das schon mal nicht, aber ich komme wieder. Die Kisten sind leer, ihr Inhalt wurde schon vor langer Zeit gestohlen. Ich glaube, diese Leiter führt ins Obergeschoss. Aha. Ah, alles klar. So, aber für die Säure brauche ich ja noch den Kristall hier. Aus dem Ofen. Also das Rätsel habe ich mir ja letztes Mal aufgeschrieben, wie das funktioniert. Warte. Einmal voller Asche. Ah, ein Ring. Dieser Ring hat offenbar dem Feuer des Krematoriums getrotzt. Aha. Aha, aha. Das ist aber auch Krempel. 30 Tinte enthält der. Alles klar, nicht schlecht. So, auf die Gefahr, da ich mich jetzt wahrscheinlich wieder verletze. Ich versuche trotzdem mal in den Ofen zu fassen. Im Ofen liegt etwas. Es ist ein Kristall. Hör auf, alles zu spoilern, ich will es selbst rausfinden. Wie du willst. Okay, ich setze Tinte ein. Du lässt einen Tropfen deines Blutes der Tinte auf die Stangen fallen. Du hast jetzt die Kontrolle über diesen winzigen Bereich der Welt. Bist du sicher, dass es eine gute Idee ist, Tinte einzusetzen, während du die Handschellen trägst? Ah! Du leidest unter der Kälte deiner Handschellen, aber du beendest dein Werk, bevor sie dich verletzen können. Einen Moment, halte ich das aus! Du biegst die Stangen mit bloßen Händen auseinander. Die Stangen geben leicht nach. Du wirst es nicht glauben, da steckt ein Kristall drin. Ist das nicht irre, Roderick? Du grinst auf den Käfig herab. Hä? Roderick? Ich habe entschieden, dich so zu nennen. Das ist ein guter Name. Wie bitte? Ich habe doch schon einen Namen. Aber du meintest, du könntest dich nicht mehr daran erinnern.
Das habe ich nie gesagt. Na schön, wie heißt du denn dann? Im Namen kam definitiv ein H vor. Hans? Ich bin mir nicht sicher. Hans gefällt mir nicht. Dann heißt du jetzt Roderick. Vielleicht hätte ich lieber bei meinem alten Partner bleiben sollen. Ja, toll. Okay, wir haben das Bleirot, das grüne Salz und den blauen Schwefel. Damit können wir jetzt die Säure machen. So, habe ich hier noch irgendwas, was ich machen kann? Ich glaube, wir haben jetzt echt alles abgesucht. Ja, ich denke mal nicht, dass hier noch groß was ist. Jetzt brauchen wir halt die Säure und müssen dann dem Alchemisten hinterher, bevor er ja seine Geliebte wiederbeleben kann. Aber das ist ja alles nur die Geschichte. Dementsprechend ist es wahrscheinlich auch total egal, was er für ein Schicksal hat, der Alchemist. Nee, Zange, ich brauche halt noch Werkzeug. Ah, ist das ärgerlich. Ich habe kein Werkzeug mehr. Und hätte ich den Dietrich nicht verballert, hätte ich da durchkommen, also hätte ich die Truhe aufmachen können. Kann ich die irgendwie nicht sonst noch öffnen? Ich habe halt keinen Dietrich. Ah. Warte mal. Hier wird nicht noch einer liegen, hä? Ne, das war der einzige Dietrich. Ja, doof. Ich hoffe, ich kann vielleicht nochmal zurückkehren, wenn ich jetzt noch was finde. Also, falls ich nochmal ein Werkzeug finde, kann ich hoffentlich nochmal zurück. So. Ah, ne, warte, Haupt... Ne. Doch, das war der Haupteingang. Eine Karte wäre vielleicht nicht schlecht gewesen hier. Ach, Arbeitsplatz? Nee. Vielleicht das Bett? Das Bett ist ordentlich gemacht, darin hat niemand geschlafen. Nee, hier ist auch echt gar nichts mehr, ne? So. Versuchen, die Säure herzustellen. Du hast alle Zutaten, der Rest sollte leicht sein. Welche Zutat als erste? Der Schwefel. Dann das Salz. Dann das Bleirot. Es hat funktioniert, du hast Säure hergestellt. Gute Arbeit. Ja, danke. Ja. Alchemistische Säure. Das Ergebnis alter alchemistischer Braukunst und deines scharfen Geistes kann jedes Hindernis zerstören. Jemand hat die Wand mit ätzender Säure beschädigt. Auch der Boden ist voll davon und es gibt definitiv keinen Weg hindurch. Ah. Ja, es hat echt nichts mehr, leider. Dass ich den Typen nicht befreien kann, ist ein bisschen schade irgendwie. Der Gefangene sieht dich gierig an. Ich befreie ihn, komm. Kannst du mich jetzt losmachen? Ich habe dir alles erzählt, was ich weiß. Ich sage es dir gleich, im Buch steht, dass du nicht... Ich muss es zumindest versuchen. Du stellst dich hinter den Gefangenen und untersuchst die Handschellen an seinen Handgelenken. Ja, seltsames Metall, es sieht sehr robust aus. Ich gebe lieber auf. Ich sag's nur ungern, Kuppel, aber ich kann dir nicht helfen, tut mir leid. Welche Band ist das auf deinem T-Shirt? Ach das, keine Ahnung, das habe ich jemandem abgenommen. Okay. Einschusslöcher in der Wand. Ja, Waffenkoffer ohne Waffe. Ja, wie gesagt, es ist ein Roman. Dementsprechend denke ich jetzt auch nicht, dass ich da irgendwas machen kann. So, wie komme ich denn jetzt hier im Endeffekt raus? Durch die Tür, ja? Vielleicht? Wow! Alter! Was sind ihre Extreme? Ach du Kacke.
Ja, ich muss immer Tinte benutzen. Ich will halt ungern drauf gehen jetzt hier. Ein wirklich guter Weg, dich deiner Angst vor Spinnen zu stellen, so einen Kampf gegen... Ich hab dir doch gesagt, ich habe keine Angst vor Spinnen. Du merkst, dass deine Hände nicht mehr zittern. Also, jedenfalls habe ich jetzt keine Angst mehr vor Spinnen. Wo geht's weiter? Durch die Metalltür da drüben. Wow. Ja, so riesige Spinnen sind dann auch schon ein bisschen unheimlich wahrscheinlich, ja? Oh, sehr gut. Ah, Metallwerkzeug wäre mir echt lieber gewesen, aber gut. Naja, wahrscheinlich... Ja. Diese Tür fährt nach draußen. Sie hat nicht mal ein Schloss oder sowas in der Art. Wie soll ich sie aufbekommen? Sie lässt sich nur von der anderen Seite öffnen. Sie wollten nicht, dass der Alchemist entkommt. Säure auf die Tür spritzen. Du nimmst den Kolben aus dem Behälter mit der Säure. Ein ätzender Geruch erfüllt die Luft. Das Papier auf deinem Kopf wird langsam knittrig und rollt sich ein. Tja, wenn es für den Alchemisten funktioniert hat, wird es auch für uns funktionieren. Versuchen wir es. Nee, ich rieche nicht an der Flasche. Du schüttest den Inhalt des Fläschchens auf die Tür. Eine Metallschicht nach der anderen löst sich ab und tropft auf den Boden. Beeindruckend. Verschwinden wir lieber, bevor wir in dieser Säure baden gehen. Okay, aber... Bang, bang, bang! Waren das Schüsse? Ja, und zwar hier in der Nähe. Beeil dich. Oh, crap. Vorschuss Richtung Gang. Aha. Aber die Spinntür ist doch auf. Warum kann ich die nicht ganz öffnen? Erstmal hier oben lang. Wow, Vorschuss Richtung Büro des Direktors. Drei Patronenhülsen. Ja, was hat der Direktor abgeknallt? Stapel Berichte. Eine Kopfwunde. Der Computerbildschirm ist mit Blut bespritzt, aber du kannst darunter eine geöffnete Datei erkennen. Ich will sehen, was das ist. Beeil dich lieber, sonst verlieren wir noch den Alchemisten. Das unfertige Dokument lesen. Bericht, Datum 31.04.45. Was? Fortschritt an Trank A1, Trank des ewigen Lebens. Der gestern vom Alchemisten durchgeführte Versuch Nummer 344 war nicht erfolgreich. Der Körper des Testobjekts wurde vernichtet. Uns bleiben nur noch 4 Testobjekte. Wir müssen die Forschung für ungefähr 2 Monate aussetzen. Der Alchemist hat aufgehört, den Fortschritt zu behindern. Ich glaube, er steht kurz davor. An dieser Stelle endet der Bericht. Sie dachten wohl, er würde den Trank freiwillig rausrücken. Das E-Mail-Programm. 3 neue E-Mails, der Rest ist Spam. Eine Rechnung von Reversi. Liest. Letzte Rechnung für alle erbrachten Dienstleistungen in der Zeit vom Januar 42 bis August 245. Was? Wir sind schon so weit in der Zeit. Nachbildung vom Projekt Gefängnis auf atomarer Ebene. Gesamtfläche 327 Quadratmeter. 14 Millionen US-Dollar. Ja, nice. Zweitens. Nachbildung eines Menschen auf atomarer Ebene. Ausgangsmaterial abgetrennter Schädel 1403. 47 Wiederbelebungsversuche. 18.300.000. Sie haben 47 Mal versucht, den Alchemisten wiederzubeleben. Gütiger Himmel. Er hat sie einen Haufen Geld gekostet. Eine E-Mail an die Investoren. Seien Sie unbesorgt, alles verläuft nach Plan. Ja, die Dienste von Reversi waren kostspieliger als erwartet, da der Alchemist wiederholt wiederbelebt werden musste. Sie werden die Kosten allerdings in voller Höhe zurückerwirtschaften. Wir haben das Gefängnis bereits wieder aufgebaut. Der Rest ist simpel. Wir warten, bis der Alchemist das Rezept für den Trank der Unsterblichkeit wiederentdeckt. Wir arbeiten momentan daran, schnelleren Zugang zu menschlichen Testobjekten zu erhalten. Oh, ich hätte es kommen sehen müssen. Böse reiche Männer, die ewig leben wollen, ziemlich abgedroschen, auch für ein so altes Buch. Da kann ich nicht widersprechen, oder dem kann ich nicht widersprechen. E-Mail vom Sicherheitschef. Ich verstehe, wie wichtig dieses Labor ist und ich versichere Ihnen, dass ich vollstes Vertrauen in John habe. Er war ein Sicherheitsangestellter in der Zentrale von Bilery und vorher mein persönlicher Bodyguard. Ich habe ihm also buchstäblich mein Leben anvertraut. PS, zu den neuen Türen zwischen dem Forschungsbüro und der Testanlage. Ich versichere Ihnen, dass man sie nicht von innen öffnen kann. Solche Schlösser machen John quasi überflüssig.
Nichts Interessantes. Okay. Ja, ich... Ganz ehrlich, ich wette, dieses... Wir müssen uns beeilen, das ist alles aufgesetzt. Wir haben schon noch Zeit, uns hier umzusehen. So. Wow. Ja, genau, da soll ich jetzt hingehen, oder was? Da, wo geballert wird. Ist eine gute Idee. Ei. Ja, jetzt ist es eine Leiche. Eben hat er noch gelebt, der Arme. Ein Gästebuch, das in einer sauberen Handschrift geführt wurde. Das habe ich natürlich nicht dabei. Die Wache ist bereits tot. Ich frage mich übrigens, ob das alles ein großer Abschnitt ist oder ob das immer ein neuer Abschnitt ist, je nachdem, wo wir uns dann... Aha, bewegen. Es war ja der Alchemist. Bist du sicher? Ja, ihm nach. Komm, wir nehmen das Taxi da. Schnell, folgen Sie dem Auto. Der Fahrer starrt dich entsetzt an. Verflucht, du solltest wirklich dein Äußeres enden, bevor du mit Leuten redest. Ich ändere meine Erscheinung. Du brauchst ein paar Tintentropfen. Dein Gesichtszüge schwimmen langsam. Und dein Gesicht verändert sich völlig. Was ist jetzt los? Hallo. Du lächelst den Fahrer an. Der Mund des Fahrers öffnet sich langsam und sein stimmloser Schrei wird zu einem Krächzen. Deine Verwandlung muss ihn noch mehr entsetzt haben. Den Fahrer aus dem Wagen schubsen. Ah, dafür haben wir keine Zeit. In seiner Panik wehrt sich der Fahrer kaum. Du setzt dich auf den Fahrersitz und hängst Roderichs Käfig an den Rückspiegel. Schnell, folge dem Alchemisten. Ab geht die Post. Wow. Das war jetzt ein bisschen cheesy. Aber gut. Okay. Der Bremer Friedhof. Ist er das? Ich frag mich ja übrigens, was passiert, wenn wir hier sterben. Werden wir dann einfach rauskatapultiert oder sterben wir dann auch in Wirklichkeit? Alter, der ist aber voll durch die Wand gekracht. Der Alchemist kriecht langsam auf den Eingang des Friedhofs zu. Er hat sich beim Unfall wohl das Bein gebrochen. An zwei Orten. Und seinen Arm. Fast geschafft! Ich beobachte ihn schweigend. Der Alchemist kriecht unbeirrt langsam weiter. Er braucht sofort medizinische Hilfe, sein Bein ist gebrochen und... Oh nein, dafür habe ich keine Zeit. Du gehst zum Alchemisten und wühlst in seinen Taschen. Du kannst ihn doch nicht einfach so liegen lassen. Wegen ihm bin ich nicht hier. Du findest den Trank in seiner rechten Manteltasche. Deswegen bin ich hier. Du hältst den trüben Trank ins Licht und siehst ihn dir an. Tja, das wär's dann. Victoria! Ich bin nicht Victoria, ich heiße Etienne. Ich will zu... Er spricht von seiner Geliebten. Fast geschafft. Der Alchemist kriecht stur weiter auf den Friedhof zu. Seine Geliebte geht mich nichts an. Dir ist bewusst, dass der Trank für immer aus diesem Buch verschwinden wird, wenn du ihn mitnimmst, oder? Er hatte so viele Male erfolgreich mit dem Wiederbeleben seiner Geliebten. Immer und immer wieder, jedes Mal, wenn jemand das Buch gelesen hat. Ja, aber es ist ein Buch. Und der Kreislauf wird gebrochen. Dieser Mistkerl hat durch seine Experimente dutzende Leute getötet. Er ist trotzdem ein Mensch. Er ist eine Romanfigur, die von jemandem erfunden wurde. Er ist nicht lebendig. Ja. Ich bin sicher, es ist genug Trank für alle da. Mein Auftrag ist eindeutig. Hol den Trank, nicht den halben Trank, ein Drittel davon oder sonst was in der Richtung. Aber es wurde nicht explizit gesagt, dass er voll sein muss, richtig? Ich werde nicht riskieren, diesen Auftrag in den Sand zu setzen, nur um eine fiktive Figur zu retten. Dir ist klar, dass die Alternative zu diesem Aufträgen 30 Jahre Schwerstarbeit wären, oder? Nicht alle Schriftsteller überleben das und die, die es schaffen, schreiben danach nie wieder. Das sind meine aktuellen Aussichten. Und ich wiederhole, wir sollten zumindest... Du stopfst den Käfig in deine Tasche und hörst Roderichs Stimme nur noch gedämpft. Er grummelt leise vor sich hin. Oh. Du hast genug gesagt, ich werde nicht aufgeben. Was ich mir erarbeitet habe, nur um einer Figur zu helfen. Ich teile den Trank auf. Ich bin ja kein Unmensch. Weil wenn der Trank für immer verschwindet aus dem Buch, dann wird auch in Zukunft keiner mehr den nutzen können, wahrscheinlich. Ich teile ihn auf. Ob das wirklich eine gute Idee ist? Wenn ich versuche, meinen Kunden zu täuschen, wird er sich weigern, mir zu helfen. Da werde ich definitiv 30 Jahre lang nicht schreiben können.
Rodrik murmelt etwas in deiner Tasche. Ich teile den Trank auf, komm. Dann wollen wir mal. Du gehst zum Mülleimer und findest darin eine fast leere Limonadenflasche. Das wird reichen. Trinken? Ich leere den aus. Du schüttest den Rest der Limonade auf den Boden. Am Ende war es Urin oder sowas. Du schüttest den halben Trank und die leere Flasche, die von der zuckersüßen Limonade noch ganz klebrig ist. Dann reichst du den Alchemisten die ursprüngliche Flasche. Als du den Trank überreichen willst, ertönt von deinem Knie ein schreckliches Krachen noch lauter als zuvor. Knack! Ah, verflucht! Du hältst die Luft an. Die Flasche fällt dir aus der Hand. Die Sekunden scheinen in Zeitlupe zu vergehen. Vorsicht! Ein gedämpfter Schrei klingt aus deiner Tasche. Der Trank fällt weiter. Deine Hand schnellt nach vorn, aber du bist zu langsam. Die Flasche mit dem Trank knallt klimpernd auf den Boden, auf den Kopf des Alchemisten. Autsch! Sie klärt erneut, als sie von ihm abprallt und wieder in deine Hand fliegt. Wow, hab ihn! Was zum Teufel? Du hörst eine grummelige Stimme aus deiner Tasche. Das widerspricht jeglichen Gesetzen der Natur. Uff. Ich sollte wegen meinem Knie wohl zum Arzt. Du reichst dem Alchemisten schließlich die zweite Hälfte des Tranks. Seine Augen funkeln wieder und er greift nach oben, um mit zitternder Hand, seiner unverletzten Hand, den Trank entgegenzunehmen. Ich verlasse das Buch einfach. Husch. Alter. So. Ernsthaft? Du gibst ihm, also du gibst denen die Flasche? Warum gibst du denen nicht die Originalampulle? Aber Erdbeerenlimonade, wie geil ist das denn? Liebe Erdbeeren. So. Ich glaube, der Kurier wartet unten auf mich. Piept das schon wieder so. Eieiei, wenn das mal nicht nach hinten losgeht. Haben Sie den Gegenstand? Ja. Stellen Sie den nackten Koffer in den Flur. Gehen Sie nicht vor die Tür. Wie Sie wollen. Wollen die nicht, dass wir ihn sehen, oder was? Den Kerl. Hier ist Ihre Bezahlung, wir melden uns. Er hat gar nicht überprüft, ob das Ding da drinnen ist, übrigens. Oh, ich muss schlafen, ich bin hundemüde. Aha. Verschlossen, ich brauche einen Schlüssel. Irgendwelcher Schrott riecht nach Staub. Ja, ich komme. Hallo? Was haben Sie mir da geliefert? Den Unsterblichkeitstrank, wie bestellt. Nein, das ist nur die Hälfte des Unsterblichkeitstranks. Und das auch noch in einer alten Limonadenflasche. Ich dachte nur, es ist trotzdem der richtige Trank, oder? Ich wollte nur, dass der Alchemist... Sie sind gefeuert! Legt auf. Oh nein. Verdammt. Okay, Game Over. Oder was? Nur weil ich nett sein wollte. Ich glaube, ich lege mich einfach mal ins Bett. Gibt ja nichts, was ich noch tun kann. Können die das nicht analysieren, was das für ein Trank ist? Und naja. Aber hey, Roderick ist noch da. Du kannst vorerst hier wohnen, Partner. Zwei Wochen später. Und er lebt immer noch hier? Ich fühle mich, als ob ich nicht genug geschlafen hätte. Hä? Warum haben wir den nicht rausgekickt? Ich dachte... Ja, der hat doch eine Räumungsnotiz an der Tür gehabt. Aha. Ach ja. Ich habe ein paar Vorschläge zu meinen Fähigkeiten hinzugefügt. Aha. Verbesserung freischalten, die Fähigkeit Schaden zu absorbieren und die aktuellen Fähigkeiten. Okay. Ein Schild haben wir jetzt noch. Zwei Schildpunkte für eine Runde. Interessant. Das reicht für heute. Ich versuch's ein anderes Mal. Oh, Buch.
Buchankündigung. André Duval wünscht sich ein ruhiges Leben. Einen guten Job, eine Familie gründen. Ich lese es gleich. Junge, Junge, so ein Schrott. Hallo? Endlich rufen Sie an. Herr Quist, Etienne Quist. Ja? Ich rufe im Namen der Schriftstellerpolizei an. Es handelt sich um einen Routineanruf. Okay. Haben Sie den Verlag aufgesucht, bei dem Sie Ihre Strafe verbüßen möchten? Noch nicht. Ich überlege noch. Sie wollen doch damit anfangen, Ihre Strafe abzuleisten, oder, Herr Quist? Ja, natürlich will ich das. Ich wollte nur eine kleine Auszeit nehmen, bevor... Wir empfehlen Ihnen dringend, sich einen Verlag auszusuchen. Unserer Meinung nach passt der Verlag Morok am besten zu Ihnen. Klar, natürlich. Sie haben die Chance, Ihre Strafe auf 28 Jahre zu verkürzen, wenn Sie sich beim Management verdient machen. Alter. Nächste Frage. Hatten Sie seit Ihrer Festnahme zu anderen Schriftstellern Kontakt? Nein. Ich weiß, dass das nicht erlaubt ist. Also schön, eine letzte Frage. Haben Sie vergangenen Monat illegale Aktivitäten unternommen? Natürlich nicht. Ist notiert. Bestätigen Sie, dass Sie alle meine Fragen wahrheitsgemäß beantwortet haben? Ja. Danke für Ihre Zeit. Schönen Tag noch. Auf Wiederhören. Was hat das denn? Ja, André Duval wünscht sich ein ruhiges Leben. Oh. Hallo? Hallo, Reg. Haben Sie Zeit für einen weiteren Auftrag? Ach, Sie sind es. Noch ein Auftrag? Ich bin bereit. Ach, verdammt, Sie sind ja gar nicht Rich. Tut mir leid, verwählt. Oh. Alter, ist jetzt mal gut. Hallo, ja? Wissen Sie was? Es geht um keine große Sache. Also kann ich Ihnen wohl noch eine Chance geben. Vielen Dank. Außerdem konnte ich meine unfähigsten Wandler noch nicht erreichen. Sie werden ihn gut vertreten. Mhm. Der Auftrag steht vor Ihrer Tür. Oh, Kinder. Dieser Stress. Wie er wegrennt. So, André Duval wünschte sich ein ruhiges Leben, einen guten Job, eine Familie gründen, ein kleines Haus bauen. Aber leider wird er plötzlich von Außerirdischen in ein tödliches Spiel ums Überleben verstrickt. Der Sieger gewinnt nichts Geringeres als den Unsterblichkeitstrank. Ein brillanter Roman mit viel Action, den man kaum weglegen kann. Stella Quinn. Okay. Und an solche Schriftsteller werden die Gegenstände verkauft? Ja, siehste. Da hat er doch... Sag mal, ich war jetzt 2 Wochen lang nicht im Bad, übrigens. Oh Gott. Da ist noch ein Brief. Etienne Quist, bitte seien Sie morgen von 8 Uhr, also von 8 Uhr bis 20 Uhr zu Hause. Die von Ihnen bestellten Möbel werden zu dieser Zeit geliefert. Heimlieferung. Die Rechnung wurde bereits beglichen. Aha. Mit freundlichen Grüßen, Franks gemütliche Möbelstube. Ah, okay. Herr Quist, ich schreibe Ihnen, um mich herzlich bei Ihnen für Ihre Bücher zu bedanken. Ich hätte nie gedacht, dass ich in moderner Literatur so interessante, realistische Figuren mit einzigartigen Marotten und Wertvorstellungen finden würde. Aber dann lasse ich Ihren Roman. Ich kann Ihnen gar nicht ausdrücken, wie er mich inspiriert. Ich reiche ihn einfach an all meine Freunde weiter und bestehe darauf, dass Sie ihn lesen. Die Literaturwelt ist ohne Sie ein traurigerer Ort und ich hoffe, Ihr derzeitiges Unglück treibt Ihnen den Spaß am Schreiben nicht aus. Unser kleiner Buchclub wartet ungeduldig auf neue Werke von Ihnen. Aufrichtig dankbar und in Liebe, Edna Rabier. Kann er nicht einfach so mit einem Synonym weiterschreiben? Was ist das denn hier? Meine Klingel. Okay. Ja, so ein Alias dann. Er muss es ja niemandem erzählen und vielleicht kriegt er dann damit ein bisschen Geld. Aber das, oh, da gibt es wahrscheinlich richtig Ärger, wenn das rauskommt. Warum gibt es denn eigentlich sowas, dass Schriftstellern das Schreiben verboten wird? Ist das hier so ein Staat, wo alles kontrolliert wird, wo es keine Meinungsfreiheit gibt oder was? Ein Auszug aus einer Rezension. Ein solides Werk, obwohl es eher die Handschrift eines Verlegers als eines Schriftstellers trägt. Was soll man sonst von einem Haufen Mythen erwarten, denen ein neuer Look verpasst wurde? Ich gebe zu, ich hätte nicht gedacht, dass selbst ein genialer Kopf auch nur einen relevanten Fetzen aus so uraltem Material ziehen könnte. Eine seltsame Notiz. Der Auftraggeber stimmt zu, das Buch des Hammers Funke von Torben Zakinski zu infiltrieren und einen Gegenstand zu beschaffen. Thors Hammer. Was? Ist das dein Ernst? Der Auftraggeber stimmt zu, die ausgehandelte Summe bei Auftragsabschluss zu zahlen. Ich soll Thors Hammer stehlen. Ist das euer Ernst, ja? Oh. Oh, okay. Ich dachte schon, der passt doch nicht in das kleine Fach rein. Ich habe hier gar kein Inventar, übrigens, habe ich gerade gemerkt.
Ich will mal gucken, ob ich den Henry, den Hammer jetzt schon. Hallo Henry. 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 Nein. Oh. Ich dachte, hier macht gerade jemand was. Hm, die Renovierungsarbeiten haben eigentlich nichts verändert. Es hört sich an, als hätte hier gerade jemand was in eine Mikrowelle reingepackt und da die Zahlen gedrückt. Oh, Gav schon. Oh, ich glaube, ich mache mir gleich eine richtig geile heiße Matcha-Latte. Mm. Nicht meins, aber sicher schon seit einigen Tagen hier. Ich sollte sie wohl spülen. Ja, dann mache ich wohl mal den Abwasch. Viel besser. Riecht nach verbranntem Speck. Weißt du, eine Gemeinschaftsküche und die Leute räumen nicht mal auf. Das ist schon ziemlich arschig. Oh, ich dachte, das wäre die Mikrowelle. Das ist ein alter, kaputter Fernseher. Oh, jemand hat seinen Apfel hier vergessen. Tja. Nimm ihn mit, bevor jemand etwas merkt. Dafür habe ich ja das Geschirr gespült. Das ist dann meine... Das ist dann so meine Belohnung für die Arbeit. Das sieht nicht nach Speck aus. Das sieht aus wie verschimmeltes irgendwas in der Pfanne. Stille. An die Tür klopfen. Mehr Stille. Du hörst zwei Kinder, die hinter der Tür flüstern. Das Flüstern verstummt plötzlich. Es ist so ein bisschen wie in der alten Wohnung unsere Nachbarin. Die hat irgendwie abends, also nachts um 12, 1, hat die immer angefangen Aerobic zu machen im Wohnzimmer und hat da rumgetanzt und gestampft. Und dann war es mir irgendwann zu blöd und ich bin mal hoch und hab geklopft und da habe ich nur gehört, wie sie einfach vor der Tür weggelaufen ist. So Schritte, so barfuß auf Boden hört man ja, ne? Wenn das so ein bisschen platsch, platsch macht. Anstatt, dass sie einfach mal aufhört oder antwortet, ist sie halt nicht an die Tür. Das war schon ein bisschen kindisch. Naja. Auf der Notiz steht, verstehen Sie, warum wir nicht schlafen müssen? Wer ist wir? Okay, ich verstehe das nicht. Oh, ein Schlüssel. Hätte ich meinen Dietrich, vielleicht ging das dann damit auch. Ja, hier ist aber nichts mehr. Das ist alles von Bauern umgeben, das ganze Haus. Kein Wunder, dass man hier so ein bisschen depriviert. Und guck mal, da wo anscheinend Licht reinkommt, das ist zugenagelt. Ja, da auch so ein bisschen. Wenn der jetzt zwei Wochen lang nur in der Bude sitzt und kein Sonnenlicht abbekommt, ja, dann würde ich auch Zustände bekommen. Jugend! Münchner Illust... Das Illuststraße oder Illustre Wochenschrift für Kunst und Leben. Illustre. Okay, lustig, dass hier was in Deutsch noch an der Wand hängt. Ich weiß nicht mal, wo der Entwickler herkommt, aber egal, so. The Spark of a Hammer. So. Achso, die Parts. Ich werde die immer so um die 40 Minuten machen. Ich denke mal, das ist wieder eine ganz gute Länge. Schneidestraße. Scheiße, wie kalt es hier ist. Du siehst dich um. Bist du da, Roderick? Ja. Hör zu, wegen des Alchemisten aus dem letzten Buch. Nein, keine Sorge, ich verstehe schon. Ihr Autorin haltet es euch nicht zurück, wenn es um Figuren geht. Ich hab ihm doch die Hälfte gelassen. Das meine ich nicht. Es ist schwer zu erklären. Also, ich wollte mich entschuldigen, das war unhöflich von mir. Unhöflich? Wäre nicht meine erste Wortwahl gewesen. Komm schon, der Alchemist hat buchstäblich Leute ermordet. Na schön, einigen wir uns darauf, dass wir keinen Figuren mehr Leid antun werden. Gar kein Leid. Ja. Abgemacht. Was tun wir überhaupt in diesem Buch? Ich muss einen Hammer finden, der jemandem namens Thor gehört. Thor? Ja, der Hammer ist wohl irgendwie besonders. Hoffentlich wissen wir bald mehr. Dann mal los. Oh, ich habe mein ganzes Inventar verloren. Dann war es vielleicht auch ein bisschen egal mit der Kiste letztes Mal. Dass ich die nicht öffnen konnte. Auf dem Werbeplakat steht, mit Thor-Batterie läuft der Kühlschrank ganze 3 Tage. Alter, stell dir mal vor, du musst deinen Kühlschrank mit Batterien bepowern. Das wäre ja so eine Materialverschwendung. Hängender Roboter. Ein seltsames Licht weckt deine Aufmerksamkeit. Ein Roboter, der mit einer Schlinge um den Hals an einem Baum hängt. Die Gliedmaßen des Roboters quietschen leise, während er sich im Wind, während sie im Wind baumelt. Hä? Er neigt seinen Kopf zur Seite. Wenn ich so darüber nachdenke, wer würde einen Roboter aufknüpfen? Das ist nicht...
Ach, hallo. Was zum... Ich grüße ihn zurück. Hallo, Roboter. Korrekt, ich bin ein Roboter. Ich heiße Modi. Können Sie bestätigen, dass Sie ein Mensch sind? Ja, tja, im Wesentlichen schon, ja, ja. Sensoraktivität auf 89% erhöht. Vielen Dank, Mensch. Was machst du da im Baum? Ich hänge ab. Du lachst und siehst den Roboter an. Eine peinliche Stille folgt. Ich meine, wieso hängst du im Baum? Mehrere Menschen haben mich hier platziert. Ich bin zu 74% sicher, dass sie wütend waren und das Kraftwerk zerstören wollten. Ach, das klingt gar nicht gut. Brauchst du Hilfe? Du deutest auf die Schlinge an seinem Hals. Vielen Dank, Mensch, aber es geht mir ausgezeichnet. Bist du sicher? Als ich vorhin hierher kam, hingst du bewusstlos im Baum. Ach, ich erkenne mit einer Genauigkeit von 27% Fürsorge in ihrer Stimme. Meinst du damit, dass du zu 27% fürsorglich bist? Keine Sorge, ich habe mich selbst in den Ruhemodus versetzt, um Akkuleistung zu sparen. Glaubst du, ich könnte irgendwie eine neue Batterie für dich finden? Du wirfst Rodericks Käfig einen Seitenblick zurück. Das ist zu 100% Fürsorge. Der Roboter neigt den Kopf und blinzelt. Der Mensch zeigt weiterhin Fürsorge, dieses Mal zu 16%. Aber keine Sorge, meine Batterie ist brandneu und sollte eine Weile halten. Und sobald ich mich wieder bewegen kann, kann ich im Kraftwerk neue Batterien suchen. Ich frag mal nach dem Hammer. Hier in der Nähe gibt's ein Kraftwerk, oder? Korrekt. Weiter die Straße entlang befindet sich mein Arbeitsplatz, das Torkraftwerk. Großartig, hast du mal gehört, dass es dort einen Hammer gäbe? Der Hammer Thors. Erst heute Morgen habe ich nachgesehen, ob er noch intakt ist. Das tue ich jeden Morgen. Ist er das noch? Du reibst ja die Hände, während dein Blick hin und her huscht. Er ist zu 100% intakt. Prima, dann auf zum Kraftwerk. Bist du am Leben? Modi kann die Frage nicht beantworten. Leite Standardbegrüßung ein. Ich bin Modi, ein Roboter, Modell ASGD-6. Auf Sonderbestellung in der Fabrik der Sindri and Broker Gruppe hergestellt. Ich freue mich, Ihnen zu dienen. Sindri? Und Brock? Sindri und Brock, Leute, das sind die Zwerge aus God of War. Ich glaube, so langsam das Spiel kommt aus Schweden oder Norwegen. Also die Macher oder die Programmierer. Krass, okay, sehr lustig. Und Asgard, Asgard 6, ASGD. Oh, wie geil, ich feiere es gerade sehr. Ich liebe die nordische Mythologie. Okay. Den Roboter vom Baum holen. Wie wäre es, wenn ich dich da runterhole, Modi? Das wäre nett, aber ich möchte Ihnen keine Umstände bereiten. Ich hole ihn trotzdem vom Baum. Um ehrlich zu sein, weiß ich absolut nicht, wie ich dich da runterholen kann, aber ich werde einfach... Ja, du siehst den Roboter an. Dich an den Roboter hängen. Dann den Ast, dann das Seil. Ein Messer, eine Leiter, ein Laster und eine Säge wären praktisch, aber du hast doch deine zwei leeren Hände. Die Tinte. Nee, ich hänge mich an den Roboter. Der Roboter ist schwer genug, als dass der Ast beginnt, sich unter dem Gewicht zu biegen. Vielleicht, wenn du etwas mehr Gewicht dranhängst. Was? Du holst Anlauf und springst zum Roboter hoch. Du umarmst seinen Metallkörper und ziehst ihn mit aller Kraft nach unten. Was für eine interessante Methode, Mensch. Der Ast wird unter unserem Gesamtgewicht brechen. Voraussichtlicher Eintritt in 2 Wochen. Verdammt, du lässt dich zu Boden fallen. Du wirkst schwerer, als du in Wirklichkeit bist. Ja, jetzt muss ich ja Tinte einsetzen. Was hast du vor? Du näherst dich dem Seil, das den Roboter mit dem Baum verbindet, und berührst es vorsichtig. Die Tinte dringt tief in das Seil ein. Mehrere Fasern wechseln die Farbe und zerfransen. Du bist nicht stark genug für das gesamte Seil, aber ein paar Fasern dürften ausreichen. Mensch, ich verstehe nicht, was Sie... Ein lautes Krachen und Scheppern übertönt das mechanische Gerede des Roboters. Ich habe ihn runtergebracht. Als wäre nichts geschehen, streichelt der Roboter eine Katze, die aus einem Busch gesprungen ist. Oh, ihm scheint nichts anderes wichtig zu sein. Geht es dir gut, Modi? Bist du beschädigt? Danke, Mensch. Mir geht es jetzt gut. Oder, mir geht es gut. Jetzt bin ich ebenfalls fürsorglich. Der Streuner schnurrt zufrieden unter der Hand des Roboters. Okay, hat mir das jetzt irgendwas gebracht? Der Roboter streichelt die Katze, als wäre nichts geschehen. Ihm scheint nichts anderes wichtig zu sein. Na toll. Wenn es noch sowas wie Erfahrungspunkte geben würde, das wäre cool. Na gut, wir gehen einfach mal die Straße weiter. Tor Power Plant, ernsthaft?
Da steht Bank. Batterie nicht entnehmen, solange die Bank genutzt wird. Unter dem Schild verbirgt sich ein leeres Batteriefach. Ha, wo finden wir eine Batterie? Also, du weißt wo. Was meinst du mit ich weiß wo? Woher soll ich das wissen? Vom Roboter. Ist er auch batteriebetrieben? Ja. Du meintest, wir würden niemanden mehr umbringen. Wir bringen niemanden um, wir schalten ihn nur vorübergehend aus. Okay. Na, wenn du meinst. Noch eine Konsole und ein Hebel. Du siehst eine Metallkonsole, auf der Kraftwerk steht. An der Steuerkonsole befinden sich zwei Batteriefächer. Naja, gut, das wird wohl nichts. Jetzt muss ich dem armen Roboter die Batterie auch noch entnehmen. Naja. Ich glaube aber, das machen wir nächstes Mal, Leute, denn hier ist der Part vorbei. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir Likes da lasst, also das Däumchen hoch drücken und vielleicht einen netten Kommentar schreiben. Und alle, die mich noch nicht abonniert haben, tut es. Es könnte sich vielleicht lohnen. Ich danke euch sehr und wir sehen uns wieder zum Bookwalker. Tschüss.